Ich muss jetzt die lokale Aufnahme nochmal starten. Aber das magische Holz finde ich eine super Idee. Dann brauche ich noch Terran. Terran. Machen wir halt hier das magische Holz. Es ist vor Jahrhunderten abgestürzt. Hat auch noch ein Loch geschlagen. Es kann in der Luft schweben. Was kann das magische Holz noch? Es widersteht dem Feuer. Dann dampft es Trockeneis. Nein, was gibt's hier noch? Funken? Mach mal Funken. Unförmige Wasserspritzer, das ist so ein langes Wasserrohr. Ah, weg, weg, weg. Oh, Laserstrahlen. Und was ist das hier? Konfetti, metallisch. Einfaches Konfetti. Kleines Wasserspiel. Wasserfontäne. Ein Dampfstrahl. Was haben wir hier? Lautsprecher, Ambiente-Musik. Lautsprecher ausgelöst. Eine Schubdüse. Dieses Holz hat Leben erschaffen auf der Erde. Das finde ich auch gut. Ich kann es noch einfärben. Betet dieses Holz an, Sterbliche! Aus bestimmten Haufen Gas, die Effekte. Quickpass-Eingang, Moment. Hat hier jemand vorhin erwähnt. Test starten, Anpassung, Eingang verschieben. Wartung ist durchschnittlich. Wartung anfordern mal eben. Vielleicht sollt ihr mal eh in der Parkverwaltung einen weiteren Ingenieur holen. Die sind sauer, wenn die Warteschlangen voll sind. Ja, okay. Ist jetzt nicht wie bei Blizzard-Spielen. Ab hier warten sie 8 Stunden und alle sagen, yeah! Ich meinte, oh, scheiße. Ach, die haben ja sogar eine Personalstufe. Das bedeutet, die arbeiten und werden auch noch besser dabei. Oh, die Achterbahn hat ein technisches Problem. Ich will das sehen. Ach, die Steuerkonsole brennt dann.
Ach, typisch Frau. Guck mal. Hä, das ist eine Frau in einem Bart? Ach nee, das war ein Schattenwurf. Meine Parkbewertung hat abgenommen. Eine Achterbahn und eine mit technischen Problemen. Beliebteste Attraktion ist die Kanonenkugel. Looney Tunes, Looney Turns Achterbahn, Geldautomat als Servicestation. Ich finde, das mit der Forschung haben sie echt gut gelöst. Was wollte ich noch machen? Das magische Brett ist ja durch. Außer ich könnte noch so ein Anbetungsgeschick. Also irgendwie müssen die das Brett ja auch anbeten können. Oder nicht? Da müsst ihr die Warteschlange also anpassen und länger machen, ne? Dass sie nicht mehr meckern. Diverses. Ein bisschen Fracht. Liegen die nicht ein bisschen falsch? Ach ja, Moment. Wege, natürlich. Warteschlangen. Mit einer schwarzen Pfeilmarkierung. Robust. Winkelausrichtung. Haben wir hier. Können wir ein Raster auswählen? 4 Meter Radius. Kamera folgt. Bei der Arbeit. Kamera ist frei beweglich. Schwarzer Warteschlangen. Ich sehe hier kein Fast Exit. Beziehungsweise irgendwas, um schneller reinzukommen. Aber das magische Holz wird uns schützen. Moment, meine Freunde. Dann machen wir mal die Warteschlange neu. Die muss mich leider ein bisschen länger werden. Die Leute sind nämlich hier echt angepisst, dass sie hier nicht rein können. Tudu, tudu, Feuerwerk! Juhu! Das magische Brett ist einfach so geil. Doch, es ist beim Zahnrad. Es ist beim Zahnrad. Okay, Moment. Ach so, hier. Betrieb. Premium Pass aktivieren. Baue einen gesonderten Abschnitt der Warteschlange nur für Premium Pass Besitzer. Premium Pass Eingang platzieren. Ach, krasse Scheiße. Aber, wo wir gerade darüber nicht reden,
Mich würde das mit dem Premium-Pass jetzt gerade so ein bisschen irritieren. Oh, ich habe aus Versehen die Attraktion abgerissen. Das Übliche. Wie mache ich denn Undo? Achso, STGY. Wie viele Schritte werden da gespeichert? 8000? Warum habe ich den jetzt auf mickrig? Das ist ein bisschen fett. Oder war es doch nicht fett? Achso, ich habe da irgendwie einen Anbau mal aufgemacht vor Ewigkeiten. Deshalb ist der breiter geworden an der Stelle. So, jetzt sollte ich nicht mehr meckern, dass die Warteschlange zu kurz ist. Aber das mit dem Premium passt. Also, man muss es an der Warteschlange dann anbringen. Dass die früher drankommen, aber muss ich ja jetzt nicht ständig durchführen. Es gibt auf jeden Fall sowas. Du musst die beiden Wege jetzt verbinden. Ach komm, Hund. Mein kleiner Hund will mal eben noch zu mir. Der ist nämlich ein bisschen müde. Wir waren vorhin draußen, da hat er mich angeguckt beim Regen. Willst du mich verarschen? Hast du nicht gesehen, dass es regnet? So, der Premium-Eingang muss nah an dem Schlangeneingang sein und der Premium-Ausgang nah an dem Attraktionseingang und dann beide verbinden. Also wird das dann so gesehen sein, dass die Schlange mit dem Premium-Eingang dann hier verlassen können und dann können die hier vorne wieder in die Schlange rein? Wenn ich das richtig verstehe. Ich habe nicht genug Geld für The High Seas. Ja, das ist ja nicht unser Problem. Oh, hier sind sie auch angepisst, dass die Warteschlangen voll sind. Ich finde das übrigens, das Bauen der Schlangen und alles auch bahnbrechend. Wie die das umgesetzt haben. Oh, hier seid ihr auch angepisst von den Warteschlangen. Weil ich mache nur Rechtsklick, ich müsste jetzt eigentlich... Nee, habe ich nämlich nicht. Ich dachte, ich habe vorselektiert, was die Art der Warteschlange, die dann hier ist. Egal. Ich glaube nämlich, das sollte das kleine Stück hier sein. Nicht hierbei, sondern den, die haben die verwendet dafür. Machen wir so ätzend, wie man es bei solchen Attraktionen macht, ne? Oh, guck mal, die Warteschlange, sie geht die ganze Attraktion lang. Wenn die Leute so gerne warten, warum nicht? Die Warteschlange ist super hässlich. Warum habt ihr nicht aufgehalten, dass ich die baue? So, das sollte dann ausreichen. Hat der immer noch ein technisches Problem? Nein. So, ich habe nicht genug Geld dafür. Das können wir aber auch korrigieren, indem wir... Ich glaube, die kommen wirklich durch die Höhle rein.
Ach, guck mal, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dass hier dieser ganze See im Piratenlook dann ist. Obwohl ich hier oben, glaube ich, bei dem, beim Start bin ich ja dran vorbeigekommen. Hier ist der Eingang. Dann laufen die erstmal durch 8000 Szenario-Sachen. Wie der Pirat, der gegen nichts kämpft. Der schießt halt die ganze Zeit gerne auf die See hinaus. Ah, guck mal hier mit den Blubber-Effekten und alles. Aber du kannst echt schon geile Sachen machen. Ohne Kack. Ich glaube, die wurden vorher auch geschult von einem Themenpark. Da sind die einfach hingegangen und haben gesagt, ja, sag mal, was es so alles gibt. Wir wollen den besten Themenpark-Simulator machen, den es für alle Zeiten geben wird erstmal. Upsala. Das Gebäude hängt nicht ganz richtig zusammen. Wenn ich da vorne die Geldautomaten setze, bringt mir das nicht viel. Was haben wir denn hier? Achso, wir haben hier schon ein Beef-Geschäft. Bei Chief Beef sieht es voll aus, ich gehe woanders hin. Nach Beef Chief muss ich mal. Nach Chief Beef. Man muss auf jeden Fall ordentliche Laufknochen haben. Laufknochen? Wie komme ich auf so einen Scheiß? So, dann können sie mich hier ein neues Geld holen an den Geldautomaten. Wenn es schlecht um sie steht. So, Parkbewertung ist gestiegen, das hören wir doch gerne. Teacups, Familienfahrgeschäft. Jetzt haben wir auch keine neuen Forschungen mehr. Aber wir müssen die erst irgendwie verdienen. Was haben wir denn da hinten noch? Ach, da ist nur ein Pier. Sowas wie so eine kleine Lagune. So, wollen wir das Szenario lieber mal abschließen. Dann sollten wir das vierte Fahrgeschäft mal aufbauen. Naja, DLC-technisch kann es sein, dass da schon was kommen wird, also weitere Designs. The Madness, iLoco. Moment, die habe ich mal gebaut. Die ist noch hier drin im System. Oh mein Gott. Surly Rick, Teacup. Achso, das ist so ein kleiner, so ein kleines rotierendes Fass. Das sind immer die Fahrgeschäfte, die auf Kiem ist, wo keiner davor ist. Und du denkst dir, warum existieren die überhaupt noch? Dann kann man ja theoretisch so ein Kinderland auch noch machen. Und sagen, yeah, Kinderland! Wege, Warteschlange. Obwohl ich nicht glaube, dass da viel passieren wird. Du kannst dir gern was zu essen machen. Nein, das wollte ich nicht. Den hier will ich.
Monatlicher Gewinn von 10.000, ziehe 1.100 Gäste an. Ah. Lass das, weg damit. So, weiteres Fahrgeschäft. Dann wollen wir auch das Teacup-Ding haben, oder? Das haben wir, den haben wir schon gebaut, das haben wir auch gebaut. Oh, dieses dämliche Drehkarussell. Naja, wir können ja sagen, das hier ist halt einfach die Kinderabteilung. Fertig. So wie ich gemeint habe. Können wir hier den Ausgang runterziehen. Dreh ich mal ein bisschen Kamera rüber und daran. Ich muss übrigens nachher noch was spielen, weil heute kommt auch der Motocross Manager raus. Glaube ich jedenfalls, dass das in etwa so hieß. Ich habe den aber auf meiner Wunschliste gehabt und soll ein sehr guter Formel 1 Team Manager werden. Den hatte ich auch schon auf der Gamescom mal kurz ein bisschen mir angeguckt. Und hat mir sehr gut gefallen, was da so gesagt wurde wegen Management-Geschichten. So. Einfach Geld machen. Ich glaube, das andere ist noch gar nicht eröffnet. Pum, pum, pum. Hast du den Park eigentlich schon mal von jemand stehen sehen? Das ist eine schöne dicke Tröte. Oh, was wir auch bauen könnten, hier wären mal Toiletten. Vor allem, wenn man so in diesem Kinderparadies dann hier ist, dann kann man ja sagen, okay, Toiletten wären ja ganz praktisch für euch. Da geht, glaube ich, eine Familie jetzt drauf. Nee. Ich kann mich nicht anstellen bei Rocktopus. Da habe ich doch die Schlange erst verlängert. Überall vor allem Ding. Und die sind wieder brechend voll. Und ja, wir hatten ein Leck-Problem mal ganz kurz. Aber es hat sehr lange gut gehalten heute mit dem Stream.